So, meine Lieben, ich bin's immer noch, die Elisabeth, und weil ich Besuch kriege, jetzt ist die Johannisbeerrouladen voll im Machen, aber ich habe natürlich gedacht, was Herzhaftes ist auch nicht schlecht. Und da muss ich euch was sagen. Geht euch bestimmt auch so. Ich habe irgendwo nur so einen handgeschriebenen Zettel gefunden, da heißt Kürbis-Flammkuchen für zwei Personen. Da habe ich mir das so durchgelesen, habe ich festgestellt, das sind alles so Sachen, wo ich gerne mag und habe. Und vielleicht habt ihr noch ein Stück Kürbis daheim rumliegen. Wir brauchen ja nicht viel. Frühlingszwiebeln habe ich eigentlich immer daheim. Dann gehört dazu Ziegenfrischkäse. Ihr könnt einen anderen Frischkäse nehmen, aber der schmeckt jetzt nicht vor oder schmeckt auch nicht rast, wie man in Bayern sagt. Und dann kommt noch ein Südtiroler Speck. Wenn ihr Vegetarier habt, könnt ihr das auch weglassen. Schmeckt auch lecker. Ich habe es jetzt schon einmal gemacht und die waren alle so begeistert. Jetzt muss ich ein Video machen, haben sie gesagt. Gut. Dann gehört noch rein eine Ciabatta-Brotbackmischung. Also ich bin ja nicht der Fertigbacker-Typ, aber die gibt es in große Kaufhäuser. Ist ein Kilo drinnen. Und ich schreibe es euch dann im Rezept hin, wie viel das braucht. Dann könnt ihr euch entscheiden, wie viel Menge das macht. Das rühre ich jetzt einfach an. Habe ich mal schon ein bisschen abgefüllt und so einen Schlagkessel, da langen die Mengen super. Kommt jetzt noch dazu ein Wasser und zwei Esslöffel Öl. Dann wird das 30 Minuten gehen lassen. Könnt ihr es aber schon am Tag vorher abrühren und einfach im Kühlschrank gehen lassen, ganz langsam. Dann habt ihr noch weniger Arbeit. Dann habe ich mir ein Eck von dem Kürbis. Den wasche ich nur ab, aber den kann man mit der Schale auch ganz dünn hobeln. Die schneide ich mir klar. Das ist schon fein. Das ist auch schon klar. Und dann lege ich los, damit ich alles rechtzeitig fertig kriege. Jetzt geht es weiter mit dem Kürbisflammkuchen. Genau, jetzt zeigt ihr mal den Herbelin SL, also es heißt S für klein vorne und L für ganz lang. Da kommt es in jede Ketchupflasche nochmal rein. Da wird jetzt einfach den Frischkäse abgerührt mit dem Ziegenfrischkäse, mit Milch, Salz, Pfeffer. Dann, wie gesagt, wollte ich nur mal sagen, diese Arbeitsunterlage ist die weltbeste Anti-Rutschmatte. Ihr könnt da jetzt Schneidbrettel drauf, da können Kinder schneiden und nichts passiert, es rollt nichts weg. Ich habe sogar bei Therapiepraxen schon verkauft, die dann die Patienten mit diesen Gummibällen, mit diesen Handbällen dort üben lassen, weil dann flutscht der auch nicht weg. Genau, dann habe ich jetzt hier auf dem Brett schon mal den Kürbis gehobelt, hier haben die Lauchzwiebeln und dann brauchen wir den Teig. Der ist jetzt wunderbar nicht wie groß aufgegangen. Ein bisschen sieht man schon. Ich mache immer, wenn ich einen Hefeteig oder was habe, unten in die Schüssel ein bisschen Mehl und auf den Teig auch, weil dann sieht man auch wirklich, ob er aufgegangen ist, ob der Teig dann schon reißt, sagt man mal. Dann nehmen wir uns jetzt einfach die Folie, nehmen den Teig raus. Kann ich jetzt nochmal abkneten, schauen wir mal, wie er passt. Der soll ja so sein, wie er jetzt gerade ist, also so zirkert, sag ich jetzt mal. Ich soll ein bisschen Hochdeutsch reden, also Grüße nach Ostfriesland, ich komme dahin, versprochen. Ich liebe Nordsee, Ostsee, alles, also wenn ich es mir leisten kann, mache ich da wieder gerne Urlaub. Und dann rede ich auch Hochdeutsch. Und dann verstehen wir alle. So. Dann gehen wir da durch. Jetzt werden wir den ein bisschen bewegen. Im Endeffekt brauche ich jetzt da gar nicht viel machen. Ich mache mir jetzt zwei Fladen. Ihr könnt es auch einen großen machen. Gang auch. Kann man eigentlich auch machen. Genau, machen wir auch einen großen. Weil dann tue ich mich leichter mit Belegen. Knebt man wieder zusammen. Der Teig ist auch sehr dankbar, muss ich sagen. Wenn es mir nicht so klappt oder mir einen fällt. Erst später noch irgendwas ein, was man machen will. So, ein bisschen Mehl dazu da wieder. Weil ich natürlich jetzt früh geknetet habe. Im Hintergrund lasse ich den Ofen schon vorheizen. Jetzt haben wir die zweite Folie drauf, jetzt waschen wir nur schnell die Hände. Gut, dann Folie drüber. Wellholz, in Kürze ist das Wellholz auch wieder zu bestellen.
Wir haben Gott sei Dank jemanden gefunden, der uns wieder welche macht. Die Holzpreise sind gestiegen, die Arbeitskosten sind gestiegen. Aber wir haben Glück gehabt, hoffe ich. So, das ist jetzt eine kleine Menge, eben für zwei Personen vielleicht zum Mittagessen. Oder als Abendsnack, aber ich schreibe euch auf dem Rezept da genau hin, wie viel Menge das ihr für wie viel Teig braucht. Dann ziehen wir die Folie da runter, vorsichtig. So. Seht, ich brauche ihn dann gar nicht mehr anfassen. Dann tue ich mir gleich auf den Rost. Weil wenn ich jetzt irgendwas Flüssiges drauf hätte, dann ist er da schon mal sicher, dass er überall gleich drin ist. Gut, dann muss ich schnell spicken im Rezept, bevor ich was vergiss, weil auch wenn ich schon gemacht habe, dann kommt jetzt der Frischkäse drauf. Wie gesagt, nur mit Milch angerührt, Salz, Pfeffer, dann ein paar Kräuter drin. Ihr müsst keinen Ziegenfrischkäse nehmen, ihr könnt einen normalen Frischkäse nehmen. Aber es ist auch so ein Rezept, was im Ofen ist, was halt weg muss, im Kühlschrank ist, was weg kann. Und dann ist es fertig erledigt. Verstreichen, Lüftball spitz, den kennt ihr schon. So, nicht ganz bis zum Rand, sonst zuckt es auch runter. Muss jetzt auch nicht rund sein wie eine Pizza. Ich kann jetzt auch eine kleine Fladen machen für Party, für Buffet, wie ihr wollt. So. Dann tun wir jetzt noch den Rest drauf. Ich suche jetzt nur verzweifelt meinen Schinken hier. Genau. Ihr könnt ihn vor dem Backen schon mit Schinken bestreuen. Das ist ganz, wie es euch gefällt und taugt. Also ich mag so einen Schinken gern, so einen gewürfelten Speck. Dann nehme ich jetzt das mache ich jetzt noch fertig. Ich tue jetzt einen Kürbis drauf, die Lauchzwiebeln ein bisschen dazwischen, dann nicht verbrennen, es auch nicht so beim Backen. Da spülen wir jetzt noch ein bisschen, dann kommt der in den Ofen. Vor dem Backen noch 2-3 Tropfen Öl drüber lassen. Und dann ab in den Ofen, bis der Boden so richtig, wie sagt man, knusprig, rösch ist. Und dann schaut's, was rauskommt.